Servus, liebe Freunde der gepflegten Wassern-Unterhaltung, ich bin Raibo und herzlich willkommen zu einem neuen Gast-Replay. Heute sitzen wir in einer schnellen Top-Tier-Runde im schnellen Top-Tier-Light der Amerikaner, dem HSTVL. Der ist jetzt auch schon seit Mai 2020 im Spiel, also bald 3 Jahre, und ist in dieser Zeit auch schon, was das Battle-Rating angeht, angefasst worden. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo der HSTVL losgelegt hat. Ich glaube, irgendwo im Bereich, weiß ich jetzt gerade gar nicht, 9-7, 10-0, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall ist er dann im Laufe von Battle-Rating-Anpassungen immer höher gegangen und letzten Endes auf Battle-Rating 11.0 gelandet. Er hat eine Besonderheit, nämlich eine 75mm Kanone, und zwar eine 75mm Autolader, man kann schon fast sagen, ja wirklich schnell, Feuerkanone. 1,5 Sekunden ist der Reload und ihr habt 26 Schuss im Magazin. Bedeutet also, ihr könnt eure gesamten 26 Schuss, weil die nämlich auch priorisiert sind, sprich also komplett einmal geladen, man könnte fast sagen, ja, in der Trommel, könnt ihr die alle 1,5 Sekunden rausballern. Und damit, ja, seid ihr ganz schön kleine, fiese Biester mit dem HSTVL. Er hat auch gute Ausrüstung. Er hat vor allen Dingen für den Kommandanten und für den Richtschützen Thermal. Und er hat die XM885. Also ihr habt auch nur eine Munitionssorte für dieses Fahrzeug, nämlich die XM885 APFSDS mit 269mm Durchschlag. Jetzt mag man sagen, boah, 269mm Durchschlag auf Battle Rating 11.0, das ist ja ganz schön wenig. Bedenkt aber, es ist nur eine 75mm Kanone und ihr habt aber eine schnell feuernde 75mm Kanone. Und dadurch, dass dieses Fahrzeug so schnell ist, ja, 83 Stundenkilometer Maximum, 20 Tonnen bei 650 PS und ihr auch so eine unfassbar gute Gun Depression habt mit 17 Grad, seid ihr sehr, sehr geländevorteilhaft unterwegs. Ja, ihr seid schnell, ihr könnt das Gelände gut ausnutzen, was halt eben über Hügelkuppen drüber schießen angeht, und ihr habt eine unfassbare Feuerrate, die es euch halt eben entsprechend erlaubt, wirklich die Gegner ständig zu piesacken. Vor allen Dingen, wenn ihr sie von der Seite erwischt oder auch von hinten. Ja, also ihr könnt mit dem Ding jeden MBT bekämpfen, der euch im Top-Tier begegnet. So, wir sind heute unterwegs in HSTVL und schauen mal, wie diese Gast-Replay-Runde so gelaufen ist. So, gespielt das Ganze vom guten Mantarochen Max. Der Einfachheit halber sage ich nur Mantarochen jetzt erstmal. Und er hat einen schönen Skin auf dem HSTVL. Ich glaube, das ist einer von denen, die man auf dem Marktplatz kaufen kann. Finde ich schön. Beziehungsweise, ich glaube, kann man auch aus einer Kiste ziehen. Aber man bekommt den auch, glaube ich, auf dem Marktplatz. Finde, der sieht gut aus. Wir sind auf der Winterversion von Maginot-Linie gelandet, und zwar Eroberung Version 3, sprich also, wo ihr nur einen Cap-Punkt hier bei A habt. Das Matchmaking: Amerikaner, Deutsche, Briten und Italiener gegen Russen. So, hat man ja im Top-Tier sehr, sehr häufig, und er fährt hier direkt schon mal zusammen mit dem Centauro hier nach A rein. Sie sind ja schnell genug. Macht er hier auch entsprechend gut. Der Centauro deckt nach rechts ab, Mantarochen nach links, und hier hat er auch schon den ersten Gegner rausgenommen. Hier seht ihr auch, also nicht nur von der Seite, sondern auch von vorne, ist die 75mm Kanone durchaus in der Lage, Gegner zu durchschlagen. Natürlich leichter, wenn ihr sie von der Seite erwischt, aber Unterwanne ist hier auch der absolute Weak Spot. Ja, jetzt hört er hier auch, dass hier noch mehr Gegner sich nach A reinkurven. Jetzt hat er den nächsten hier erwischt, den nächsten hier erwischt. Schön, innerhalb von ungefähr 30 Sekunden 3 Gegner rausgekloppt, die es halt eben nicht geschafft haben, ihn rauszunehmen. Einer von ihnen hat ihn nur entdeckt und hat hier tatsächlich nur seinen Kommandanten rausgeschossen. Und der Schuss war frech. Ja, und ihr seht hier auch, er bringt hier absolutes Durcheinander in die Gegner rein.
So, hier ist der nächste. 6 Gegner. Also, man kann hier tatsächlich schon gar nicht mehr so richtig sehen, was ist hier eigentlich los. Völlige Verwirrung, die Mantarochen hier in den Gegnerreihen halt eben stiftet. Keiner achtet irgendwie richtig auf ihn. So. Das schwere MG beschädigt ihn. Wir haben hier jetzt 7 Abschüsse innerhalb kürzester Zeit. Ihr seht das da oben. Das Replay ist keine 4 Minuten alt. Und ich habe ein bisschen von der Anfahrt quasi vorne vorgespult. Wir sind erst bei 1,5 Minuten losgegangen. Also innerhalb von 2 Minuten hat Mantarochen hier 7 Gegner rausgeschossen. Und hat hier mit seiner ständigen Bewegung für richtig Aufsehen gesorgt. Und genau das ist auch das, was hier in dieser Situation einfach wirklich ja, die richtige Strategie gewesen ist. Einfach rein in die Gegner, es kommt mir so ein bisschen vor, ja, wie so eine völlig verrückte Jagdfliegertaktik. Einfach rein in die Gegner aufsprengen, was eigentlich schon wahnsinnig genug ist. Aber genau das hat Mantarochen hier gemacht und damit, ja, die 7 Gegner, die ihn hier gepusht haben, beziehungsweise die auf B hier, auf A hier raufgelaufen sind, ja, einfach mal sauber weggemacht. Und ihr habt es eben gerade schon die ganze Zeit gesehen, das ging jetzt alles so schnell, da kam man selber sogar gar nicht mehr hinterher. Alle 1,5 Sekunden hat er hier einen Schuss rausnehmen können und ihr habt halt auch gesehen, wie verwirrt die Gegner hier an der Stelle gewesen sind. Also das hat man richtig gemerkt, absolut keine Übersicht, da saß der Schock, glaube ich, sehr, sehr tief, als Mantarochen da reingebrochen ist in die Gegner hier bei A. Und ja, es zeigt hier schön, wie man in der Lage sein kann, halt ja, solche Gegnergruppen tatsächlich einfach so aufzusprengen und ja, sich hier eben ganz schnell die Abschüsse zu sichern. Jetzt muss man natürlich an der Stelle auch sagen, die Runde ist leider nicht voll, sie ist ungefähr halb voll. Ja, aber es hat gereicht, um innerhalb von knapp 2 Minuten hier 2215 Punkte auf die Karte zu kriegen. Plus noch eine gekappte Zone und, was ganz wichtig ist, die 7 Abschüsse. Also grundsätzlich hier Situation richtig eingeschätzt. Gutes Auge. Hat auch gut gehört hier an der Stelle, der gute Mantarochen. Und hat hier das einzig Richtige gemacht, indem er ständig in Bewegung gewesen ist und damit eben die Gegner völlig zur Verwirrung und auch wahrscheinlich zur Verzweiflung gebracht hat. Insofern muss man das hier ganz klar sagen. Tatsächlich hier alles richtig gemacht. Und in diesen 2 Minuten hat sich eigentlich die Runde auch schon entschieden, indem sich das Gegnerteam so richtig schön hier bei A weggeschmissen hat. Das kennt man ja, ja, dass dann halt ganz viele danach dann, man sieht es auch hier, ne, hier haben gerade mal 3 Gegner einen Abschuss erzielt. Nein, entschuldigt, es sind 4, er hier unten auch noch. So, und ihr seht hier auch, auch wenn er natürlich jetzt hier in den Spawn reinschießt, das ist jetzt erstmal egal, es geht jetzt eher darum, ihr seht auch hier, wie viel oder wie gut Mantarochen hier zielt. Na, er zielt bewusst, wenn er Gegner vor sich hat, frontal auf die Unterwanne, das ist genau richtig. Jetzt hier noch ein gegnerischer Heli, den hat er eben mal schnell angelasert, 2 Schuss hat er noch drin, hat hier noch versucht, ihn ein bisschen zu treffen, und ich nehme mal an, dass der gegnerische Heli das mitbekommen hat, deswegen ist er auch abgedreht. Aber wir sehen hier natürlich auch, die Runde ist hier tatsächlich gelaufen. Ja, ich hatte es ja gesagt, eine schnelle Runde in einem schnellen Panzer. Ja, und da muss man halt eben jetzt auch ganz klar sagen, so, jetzt hat er natürlich, weil er sieht, dass die Runde durch ist, hat er hier noch die letzten 2 Schuss rausgehauen, und ich halte das Replay an der Stelle jetzt hier an. 2452 Punkte, eine gekappte Zone, eine Abschusshilfe und 7 Abschüsse selber gemacht, und innerhalb der ersten 2,5 Minuten hat sich diese Runde hier eigentlich schon entschieden. Und man muss hier auch ganz klar sagen, diese Runde hat sich auch, hat sich entschieden durch Mantarochens extrem, ich sag mal, Verwirrung bringende Aktion rund um A, indem er hier einfach rein ist in die Gegner und
hier die Gegner entsprechend aufgesprengt hat und innerhalb wirklich von kürzester Zeit hier diese 7 Abschüsse gemacht hat. Also man hat wirklich richtig gesehen, sie wussten überhaupt nicht, was los war. Ich glaube tatsächlich auch, dass von denen erst tatsächlich mitbekommen haben, wer sie da beschossen hat, als sie schon raus gewesen sind. Also das hat Manta Rochen hier sehr, sehr gut gemacht. Diese Taktik, muss ich aber auch dazu sagen, funktioniert natürlich nicht immer. Man kann es aber natürlich versuchen. Und in dieser Situation hat die Taktik funktioniert. Rein, rumfahren, in Bewegung bleiben, Gegner auseinandersprengen, sie ständig beschießen. Und dafür ist der HSTVL wirklich einfach richtig gut und vor allen Dingen auch prädestiniert. War ein Idealbeispiel, wie es funktionieren kann. Wird natürlich nicht immer funktionieren, aber hier hat es jetzt mal funktioniert und insofern seht ihr auch mal, wie man den HSTVL in einem wirklich aggressiven Modus wirklich richtig spielen kann. Vielen Dank dafür, Manta Rochen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt ja sonst auch gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, wie ihr so den HSTVL, solltet ihr ihn schon in der Garage haben, spielt. Würde mich freuen. Und wenn ihr auch noch nicht abonniert habt, dann freue ich mich natürlich auch über jeden neuen Zuschauer, der den Weg zu meinem Kanal findet. Drückt dafür gerne einfach den Abo-Button durch. Und wenn auch ihr mir euer Replay zukommen lassen wollt, dann packt die Replay-Datei einfach in eine E-Mail mit einer kleinen Beschreibung, was in der Runde so alles passiert ist. Und schickt das Ganze dann an raibun@mail.de. Nicht vergessen, Raibun mit 2 Nullen. Also, habt einen schönen Restsonntag. Ich wünsche euch was. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.